So, die Karten sind platziert. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das Militär uns findet. Das sollte nicht lange dauern, hoffen wir zumindest. Zu unserer allgemeinen Überraschung fanden wir Charikov heute Morgen wieder in unserem Bunker. Wir wissen nicht, wie er zurückgekehrt ist oder warum. Hat er uns vermisst, unsere Nettigkeit, unseren Optimismus? Oder will er von unseren Dosensuppen abhaben? Die Zeit wird es zeigen. Mary Jane verhungert. Wir geben ihr heute besser etwas zu essen, sonst... Ja. Timmy sollte etwas essen. Dolores würde wirklich gerne etwas essen. Dolores Krankheit wurde geheilt. Ted sieht sehr schwach aus. Wenn er heute nichts isst, könnte es sehr schlimm ausgehen. Ted ist krank geworden. Oh mein Gott. Ted, medizinisch helfen, ja oder nein? Können wir gar nicht. Können wir gar nicht. Alles klar. Okay, Mary Jane soll was essen. Zack. Können wir gar nicht. Timmy soll ja etwas essen. Dolores würde wirklich gerne etwas essen. Dolores Krankheit wurde geheilt. Der sieht schön aus. Okay, und der ist auch was. Geht gar nicht, geht gar nicht. Wir können ihm leider nicht helfen. Okay, wir bereiten uns seit gestern auf diese Expedition vor und könnten sofort aufbrechen. Welche glückliche Person soll ins Unbekannte reisen? Ja, hey Timmy, was ist denn los? Soll er was mitnehmen? Gewehr? Karten? Ne, Karten kann er nicht. Radio, Taschenlampe, Schloss, irgendwas, Leute. Denkt es euch aus. Denkt gut drüber nach. Es könnte für diese Zukunft für uns sehr wichtig sein. Lampe, nein, nein, Schloss, Lampe, Gewehr. Gewehr. Ich glaube, bevor er losgeht, trinkt er mal lieber noch was. So, zack. Gewehr. Nö, der kriegt nicht. Schloss. Einen guten Ratschlag. Okay. Ciao, Timmy. Hau rein, Alter. Mach's gut, Junge. Oh mein Gott, jetzt ist... Ach, Alter, jetzt ist die auch noch krank. Willst du mich verarschen? Och, Mann. Was ist denn mit den Mary Janes? Die könnte etwas Nahrung vertragen. Du hast doch gerade gegessen. Wir sollten Mary Jane etwas zu trinken besorgen. Mary Jane hat sich etwas Fieses eingefangen. Ja, das sieht man, dass es fies ist. Das sieht man wirklich. Timmy ist ins Ödland aufgebrochen. Keine Ahnung, was wir tun, wenn er nicht zurückkommt. Lars würde wirklich gern etwas essen. Ja, Ted hat Hunger, Ted wünscht sich bloß ein paar Tropfen Wasser. Okay, Ted soll was trinken. Sollen die alle was trinken? Oder was essen? Ich weiß nicht. Katz hat bestimmt was eingeschleppt. Ja, oder die Kakerlaken, die da leuchtend auf dem Boden rumrennen. Vielleicht. Nee, nicht alle was trinken. Nicht alle was essen. Nur Ted und Mary was trinken. Alles klar. Okay. Nur Ted und Mary was trinken. Wir träumten immer von einem deutlich besseren Leben. Das war vor den Bomben. Jetzt wissen wir, das Leben könnte deutlich besser sein. In gewisser Weise hat sich gar nicht so viel verändert. Da möchte jemand einen Kuchen haben. Okay, und die Kakerlaken. Oh mein Gott, die sehen ja mega... Oh mein Gott, da wird gleich irgendeiner, also früher oder später. Schöne Erinnerungen sind eine Sache, aber wir müssen auf die brutale Wirklichkeit gefasst sein, die uns erwartet. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Dolores würde wirklich gerne etwas essen. Dolores muss manchmal trinken. Teds Magen knurrt. Ja, toll. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Die Katze ist halt echt mega gechillt. Die entspannt voll. Weil ich glaube, die hat genug gefressen in letzter Zeit. Nichts. Essen. Alle essen. Nichts. Okay. Wir machen nichts. Also noch ist es nicht so schlimm. Die sind halt krank. Seine Neugier hätte den Kater fast das Leben gekostet. Charikov hat mit einem Kabel gespielt, das von der Decke hing. Als er daran zog, fiel Putz auf unseren Tisch und das Fellknäuel miaute wild. Was ist das eigentlich für ein Kabel? Es kann sich keiner daran erinnern, es vorher mal bemerkt zu haben. Der Kater könnte wütend werden, wenn wir ihm das Kabel wegnehmen. Also sollten wir es ihm vielleicht einfach lassen oder sollen wir es genauer unter die Lupe nehmen? Lassen oder genauer unter die Lupe nehmen? Vielleicht wird der Kater sauer.
checken. Okay. Bevor wir aber das machen. Wir geben den beiden was zu essen. Wir geben den beiden was zu essen. Let's go. Und wir checken es. Huiuiui. Tschaikow, wir müssen da mal gucken kurz. Oh! Hä? 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 Ich dachte, Timmy kommt wieder zurück. Hä? Wir folgten dem Kabel nach draußen und fanden einen halb ausgebrannten Laster, in dem zwei Männer inmitten von blinkenden Lämpchen und Schaltern saßen, deutlich überrascht von unserer Anwesenheit. Das war richtige Weltraumtechnik. Hatten sie uns im Bunker abgehört? Ihre Erklärung, dass sie ein Picknick am Wegesrand machten, überzeugt uns nicht. Selbst Timmy weiß, dass Picknicks hier draußen tabu sind und der Wagen hatte nicht einmal Reifen. Was zum Teufel geht da ab? Das war's komplett. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Dolores hat eine Weile nicht gegessen. Dolores wird ohne Wasser nicht länger überleben. Dolores ist ziemlich zermürbt. Ted hat Hunger. Ja, dann machen wir Dolores erstmal, hier, trinken. Bam. Alter, der Timmy muss jetzt langsam mal zurück. Oh, die Agenten, die uns ausspioniert haben, stehen jetzt mit einer Erklärung an unserer Falltür. Sollen wir ihnen zuhören? Zuhören, ja oder nein? Ihr entscheidet, Leute. Sollen wir ihnen zuhören? Oh mein Gott. Wir hören ihnen zu. Wir hören mal zu, was sie zu dem Picknick zu sagen haben. Finde ich gut. Finde ich gut. Wir machen beim Picknick einfach mit. Easy peasy. Hey, Timmy, was geht ab, Alter? Timmy ist zurück. Timmy ist zurück. Und er sieht wunderbar aus. Und so wie er aussieht, hat er, glaube ich, Apfelsaft gefunden, ne? Timmy, guter Mann. Guter Mann. Herzlich willkommen zurück, Timmy, Alter. Sie wedelten kurz mit einem Ausweis vor unseren Gesichtern rum und sagten uns, dass sie auf geheimer Regierungsmission seien. Die Wanze sei nicht unseretwegen gewesen, sondern wegen des Katers. Er steht im Verdacht, sowjetischer Agent zu sein. Sie sind bereit, uns ihren streng geheimen Regierungsbunker zu lassen, wenn wir ihnen bei ihrer streng geheimen Mission helfen. Sie versicherten uns, dass sie sich mit weiteren Details melden würden. Na toll. Wir hatten solche Angst um Timmy, aber er ist aus dem Ödland zurückgekehrt. Glücklicherweise. Ja. Wir glauben, dass Fremde unserer Expedition ins Ödland gefolgt sind. Nächstes Mal sollten wir vorsichtiger sein. Zu einer Überraschung war die U-Bahn-Station alles andere als verlassen. Sie wird von einer Gruppe bewohnt, die Patronen als Währung nutzt. Sie waren bewaffnet und nicht übermäßig freundlich, aber es waren auch keine Banditen. Wir durften uns umsehen, solange wir ihre Sachen nicht anfassen. Wir lassen keine Gelegenheit aus, um an Wasser zu gelangen. Also füllten wir so viele Flaschen wie möglich mit trübem und verstrahltem Wasser aus den Toiletten auf. Was für ein Genuss. Alles klar. Was ein Plot-Twist. Ja, Mann. Guck mal. Die hören uns einfach zu. Hören uns einfach zu. Easy peasy. Kompletter Spion. Metro. Ja, sicher Metro. Neben den Fahrkartenschaltern befand sich ein kleiner Wartungsbereich. Wir hatten gehofft, ein Stück Seife zu finden, damit wir uns endlich waschen konnten. Schießen aber nur auf eine Dose Insektenspray. Die in der Station lebende Gruppe hatte Koffer, Rucksäcke und Beutel zu einem großen Haufen aufgeschichtet, den sie Barrikade nannte. Wir zogen vorsichtig einen besonders schönen Koffer heraus. Er war ziemlich schwierig und fast wäre dieses Kartenhaus zusammengebrochen, aber Gott sei Dank nur fast. Plus ein Koffer. Hey Timmy, Alter. Was ist denn da los? Am meisten braucht Mary Jane gerade Wasser. Timmy sollte etwas essen. Timmy ist ziemlich zermürbt. Timmy ist sehr müde. Dolores hat kaum noch Kraft. Wenn sie heute nichts isst, wird sie den Morgen nicht erleben. Teds Magen knurrt. Ted wünscht sich bloß ein paar Tropfen Wasser. Okay, Ted kriegt Wasser. Timmy braucht, glaube ich, noch nichts. Mary Jane kriegt Wasser. Und Dolores hat kaum noch Kraft, wenn sie... Ja, die muss essen. Dolores muss essen. Dolores wird fressen. Zack. Auf geht's. Oh Mann, hoffentlich wird der Kater uns noch nicht irgendwie das Leben kosten. Wir wissen auch immer nichts über die Lage im Ödland. Vielleicht sollten wir das Risiko wagen und nach draußen gehen. Immerhin lebt man nur einmal. Dolores ist in ziemlich guter Verfassung. Das sieht aber nicht so ziemlich gut aus. Aber ich meine, die beiden sind krank und... Wenn die jetzt geht, dann ist halt die
Wahrscheinlichkeit groß, dass die sterben und wir dann Game Over gehen. Das wird halt, weiß ich nicht. Keine Expedition, oder? Expedition ja oder nein? Expedition ja oder nein? Ihr müsst entscheiden, Leute. Ihr müsst halt drüber nachdenken. Es ist wichtig. Lass sie raus. Okay. Okay. Vielleicht verhungern wir auch ohne, stimmt. Unsere Situation verschlimmert sich von Tag zu Tag. Hunger und Verzweiflung stehen jedem hier ins Gesicht geschrieben. Wir wissen, dass ein Lehrer von hier einige Kinder gerettet hat, als die Bombe fiel. Wir wissen außerdem, welche Vorräte in der Schule liegen, da wir als Teil der Gemeinde geholfen haben, sie dort für den Notfall zu deponieren. Theoretisch gehören sie also uns, oder? Sollten wir uns in dieser Stunde der Not zurückholen? Alter, die Kinder. Kinder. Wir können doch den Kindern nicht das Essen wegnehmen. Alter, alle, ja. Was ist mit euch los? Alles klar, okay. Wenn ihr das sagt. Leute. Ich bin euer Diener. Oh mein Gott. War das gerade ein Schuss? Alter, diese Katze, ich komme nicht auf diese Katze klar, ey. War das gerade ein Schuss? Wir mussten es für die Familie tun. Es musste getan werden. Wir wollten wirklich nicht mehr darüber sprechen. Reden wir doch über etwas anderes. Vielleicht über Suppe? Plus 4 Flaschen trinken. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Mary Jane hat sich ausgeruht. Tammy sollte etwas essen. Dolores würde wirklich gern etwas essen. Ted hat Hunger. Oh mein Gott, ja, Essen ist halt schwierig, ne? Essen ist halt jetzt schwierig, Alter. Ted hat Hunger, der braucht nichts. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Aber ich glaube, die brauchen alle noch nichts. Das geht noch. Das geht noch, das passt noch. Wir sind jetzt in der heutigen Episode, jetzt müssen wir nur noch die richtigen Personen aussuchen. Dolores geht raus. Dolores geht raus, Leute. Ihr habt's gesagt. Soll sie was mitbringen? Koffer? Koffer finde ich gut. Vielleicht sollten wir Dolores, bevor sie geht, aber noch was zu trinken geben. Was zu essen, meine ich. Nur wenn sie halt wieder was mitbringen. Koffer. Ja. Auf geht's. Tag 30. Was ist das denn? Achso, das ist ein großer Wasserbehälter. Okay. Nice. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Timmy sollte etwas essen. Timmy redet die ganze Zeit von Wasser. Er sollte etwas trinken. Timmy ist erkrankt. Och nö, warum müssen denn alle krank sein jetzt? Rose ist auf ihrem Weg nach oben. Hoffen wir, dass sie es wohlbehalten zurückschafft. Ausrüstung, Koffer. Ted hat Hunger. Okay, dann geben wir ihm was zu trinken. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Ja. Essen halten wir nochmal. Halten wir nochmal zurück. Oh Gott. Jeder neue Geruch dringt uns in diesem kleinen Bunker sofort in die Nase. Wir können ihm kaum aus dem Weg gehen, als ein einzelner... Ist die Katze noch da? Ja, okay. Ich dachte gerade. Als ein einzelner Ziegel sich aus der Wand gelöst hat, wurden unsere Sinne sofort von einem fürchterlichen Gestank aus der kleinen Öffnung betäubt. Wir sollten uns das Loch vielleicht anschauen und die Ursache für diesen Gestank finden. Du hast genug zu trinken, ja, stimmt. Wir sollten alle trinken. Hast recht. Ihr habt recht, Leute. So, dann schauen wir uns das Loch mal an, oder? Ihr seid so neugierig, ne? Aber ich bin's auch. Okay. Wir schauen ins Loch rein. Timmy? Timmy? Das Radio ist kaputt. Das Radio ist kaputt. Das ist halt echt kaputt.
Wir wissen noch nicht, ob wir Timmy getötet haben, Leute. Wartet mal ab. Der Hunger hat Timmy in den Wahnsinn getrieben. Als er begriff, dass wir nicht für ihn sorgen können, schlich er sich davon und kehrte nie mehr zurück. Was bist du denn für ein abgehobener Schwanz, Alter? Erst will er Apfelsaft und jetzt haben wir ihm zu wenig Essen gegeben, oder was? Weißt du, wir machen uns Gedanken, ob er tot ist und der verpisst sich einfach. Das kann er doch nicht machen. Alter, das kann er... Nö. Ja, dann hau doch ab, Alter. Wir haben uns vorsichtig im Loch geleert und einen Blick hineingeworfen. Wir hätten fast einen Herzinfarkt bekommen. Ein durchgedrehtes Nagetier, Reptil oder was auch immer dieses schräge Vieh war, sprang heraus und rannte wie verrückt den gesamten Bunker umher. Es war überall. Wir konnten es nicht fangen, bevor wir irgendetwas unternehmen konnten. Stieß es unser Radio vom Tisch und verschwand wieder in dem Loch, aus dem es gekommen war. Wir haben es nie wieder gesehen. Das Radio ist halt Schrott, Alter. Scheiße. Alter, das Radio ist Schrott. Das ist halt echt so wichtig, das Radio eigentlich, ne? Als wir heute Morgen die Falltür des Bunkers öffneten, um etwas frische radioaktive Luft hineinzulassen, stand draußen ein kleiner Koffer. Es war keine Notiz daran und die Nachbarschaft schien menschenleer. Sollen wir ihn öffnen? Wir haben gerade gemerkt, die Neugier kann ein bisschen scheiße sein, Leute. Neugier kann scheiße sein, Leute. Wir öffnen den Koffer. Okay. Wir öffnen den Koffer. Saß die gerade auch schon da? Ich hab keine Ahnung, was passiert ist, aber okay. Verdammt! Das Geschenk war eine Sprengfalle. Es war nichts als Müll drin. Und als wir den Koffer eröffneten, explodierte er sofort. Ist jemand verletzt? Nein. Alter. Es war halt eine Kofferbombe, Leute. Zum Glück ist niemand draufgegangen, aber... Leute! Zwei von zwei Situationen haben uns bewiesen, dass wir nicht so neugierig sein sollten. Mann. So, die können beide essen, aber das wird dann wirklich knapp. Ich glaube, die... Nee, ich glaube, das reicht. Die brauchen noch nicht essen. Oh Gott. Mary Jane ist doch neulich auf die Suche nach Vorräten gegangen. Als sie zurückkam, hatten sie eine Wunde an ihrem Unterarm. Sie sagt, es sei nichts Schlimmes, aber es sah nach einem Biss aus. Inzwischen macht die Wunde einen sehr schlimmen Eindruck. Wir fürchten, sie ist entzündet. Sie muss gesäubert werden. Ja, können wir leider nichts machen, ne? Timmy war sauer und hat eine Kofferbombe hinplatziert, genau. Oh! Dolores! Ja, moin! Was geht ab? Ja, so viel hat sie jetzt aber nicht mitgebracht, ne? Ach, scheiße, Alter. Ach, scheiße. Mary Jane wird wieder gesund. Das war wieder weder ihre erste noch ihre letzte Krankheit. Sie sieht allerdings heute etwas blass aus. Nee, gar nicht. Alles cool. Wir sind froh, dass Dolores wohlbehalten aus dem Ödland zurückgekehrt ist. Vielleicht wurden wir an der Oberfläche bemerkt und verfolgt. Nächstes Mal sollten wir vorsichtiger sein. Toll, Dolores. Toll. Ist wahrscheinlich so rumgerannt. Ich bin auf Expedition. Ich bin auf Expedition. Ich bin auf Expedition. Und nehme meinen Koffer mit. Und habt eine Suppe drin. Und habt eine Suppe. Ja, wahrscheinlich. Das wird Sinn machen. Unsere Familie würde niemals in eine Bar gehen. Auf gar keinen Fall. Wenn nicht gerade Apokalypse wäre. Wir kein Essen und Wasser mehr hätten und zufällig auf einen dieser Etablissements stoßen würden. Und genau das ist passiert. Wer hätte gedacht, dass Tomatensuppe in einer Bar und ein so beliebter Snack war? Wir haben einige Dosen gefunden und mitgenommen. Genau eine. Alles klar. Ich bin die Pan! Ich gehe auf Expedition! Huhu! Eirange! Okay. Mary Janes Diät könnte etwas Nahrung vertragen. Am meisten braucht Mary Jane gerade Wasser. Dolores hat eine Weile nichts gegessen. Dolores ist wirklich müde. Ted hat Hunger. Ohne Wasser überlebt Ted nicht. Okay. Ted soll was trinken. Und die kann auch was trinken. So, auf geht's. Wasser haben wir wirklich genug. Oh Gott. Was ist das denn? Die Agenten riefen uns mit ihrer Hightech-Ausrüstung Papierbecher, die mit einer Schnur verbunden waren, an, um uns über die nächste Geheimmission zu informieren, nach deren Erledigung wir bald sicherlich in den VIP-Bunker einziehen dürfen.
Sie möchten, dass wir eine erfolgreiche Expedition durchführen und aufschreiben, was wir dabei sehen. Ist doch ganz einfach, oder? Aber wer soll nach draußen gehen? Soll überhaupt jemand nach draußen gehen? Ted? Ich weiß nicht, ich glaube, dem geht's nicht so gut, oder? Ted. Okay, Ted. Ihr habt gewählt, Leute. Ted. Ted. Ted geht raus. In dieser Verfassung. Achso, ich dachte gerade, die wäre weg. Alter, ich dachte gerade, die wäre weg. Oh ne, Dolores, bitte. Jetzt, oh Mann, bitte, jetzt geht nicht drauf, Leute. Wir erklärten uns gnädigerweise bereit, ihrem Anliegen nachzukommen. Sie danken uns für die Erfüllung unserer Bürgerpflicht und versprachen uns bald mit weiteren Informationen zurückzukehren. Mary Jane verhungert, wir gehen sonst heute besser etwas zu essen. Sonst, ja. Gut, ich denke, wir hoffen, dass er bald zurück ist, ja. Also ich glaube, Mary Jane sollte was essen, unbedingt. Und, hungrig, krank, müde, zermürbt. Hungerkrank, verletzt, zermürbt. Sollte Dolores was trinken oder was essen? Beide essen, okay. Okay. Der Kater hat den ganzen Tag lang aufmerksam unsere Vorräte beobachtet. Sein Blick war durchdringend und die sich aufbauende Spannung im Bunker war genauso greifbar wie das bedrohliche Gefühl, dass wir alle verspürten. So drücken Katzen wohl aus, dass sie Hunger haben. Sollen wir unsere Vorräte mit unserem vierbeinigen Freund teilen? Oh, nein. Wir können es doch nicht teilen. Wir können es doch nicht teilen. Wir können ihnen nichts geben. Das geht nicht.